haben immer 3 Strikes wie bei Bong. 5, 4, 3, 2, 1. Tankshit kommt jetzt schon gleich. Kannst du mir lassen? Ich hab ihn ja. Wieder. Kannst du? Und ich brauch Timer, ich brauch Timer, ich brauch Timer. Dodge Path. Bitte, wenn zweimal Crush kommt, einfach mir noch lassen. Ja. Hätte ich vorher gemeint. Nächste Ability kommt gleich, nächste. Jetzt nehmen, jawohl. Ich hab ihn wieder. Jetzt kannst du wieder nehmen. 2 Sekunden noch. Ja. Best. Fakenus hat's gerade schon richtig gespielt. Diese, wenn ihr diesen Laser auf Phase. Euch macht, wollt ihr weg vom Raid und da explodieren. Ja, das war's. Gleich wieder Zaris jetzt hat einfach weg vom Raid und dann explodieren. Zucken. 2 Orbs. Ich kann jetzt bitte verteilen und nicht im Totenkopf stehen oder dahinter. Es kommt jetzt ein Press, der nicht dodgebar ist, also spreadet bitte, sonst kriegt die Hälfte des Raids noch. Nur nicht bei Totenkopf stehen. Ab. Du musst wieder. Schön. Ja. Und ich hab ihn. Langsam sind die Fähigkeiten. Ja. Kannst nehmen, ja. Ziehen am Bloodlust bei 33%. Also ich nehm ihn. Auf. Ja, ich hab jetzt das auch abgerichtet. Obsocken. Bloß zweimal, das ist ja richtig so. Nimm Damage Reduce Cooldowns, wenn ihr müsst. Ja, ja, 2 Crush, das soll ja so. Nehmen. Und Bloodlust. Phase. Nach von Buffen, oder? So, weg von der Mitte. Raus aus der Mitte. So, wir tanken den Boss so, wie er gerade steht. Wir gehen alle am Arsch, genau. Und move it, move it, move it. Die verfolgen uns. Tank-Combo kommt gleich. Achtung. Dodge, oder? Nein. Star war schwach. Und wieder ein Arsch. Wie auch immer das war. Na, ich hatte den Heal-Debuff. Ich hab ihn. Muss wieder. Move it, move it. Und ich nehme ihn. Press. Weißt du, warum du beide Crushes nehmen sollst, Mordo? Ich kann es dir später sonst nochmal erklären.